Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ark Survival Plus mit der Chaos-Suppe oder auch den Schluchtenritter, wenn man es mehr mag. Heute sind am Start die Deva. Hallo. Die Genie. Hi. Die Danu. Hi. Dann haben wir die Ladies alle durch. Dann kommt der Pezilus. Grüßi. Und ohne seine los. Lindigkeit. Jo, Mann. Noch ein Stückchen nach hinten. Ja, so, was macht ihr? Ihr holt Devas Loot, denn die Deva ist im Offscreen abgekackt. Genau, nein, nur die Deva. Nicht nur ich. Okay, die Mädels, bis auf die Genie. Nicht nur ich. Wer denn noch alles? Kommt, naja, outet euch. Naja, Dano und Deva. Dano und Deva. Wieder vorbei. Habt ihr wieder Mist gebaut? Da liegt nein, die wir waren auf der Suche nach Kristall. Wir haben ja noch mehr Kristall in der Umgebung. Der hat er sich gerade umgedreht. Oh Gott. Nein. Bewegt er doch? Der liegt jetzt anders als vorher. Och, die war Einbildung. Nein, 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 nein. Das so, wir müssen Einbildung. Irgendwie hier oben auf diese eine Klippe rauf, weil die ja, da unter. Da siehst du eh schon unseren Loot angezeigt. Ihr ja. Wenn ihr wieder da seid, wie wär's mit einer kleinen Party? Für? Ja. Eine Einweihungsparty. Was ist denn hier? Ach, du Scheiße. Hinter mir auch. Gut, ihr seid noch nicht in Feierlaune. Nein. Die war, ich bin, ey, der eine ist 72. Nein, 27, ups. Jetzt haben sie mich im Visier, oh Gott. Wir hätten da nämlich wieder? Einen Incubator-Check fertig zum Aufstellen. Okay, das wird dauern, bis ich die alle abgeknallt habe hier. Wir wollten uns an die Katzentrapturen ranwagen, nur war hinter uns leider auch einer. Aha. Und die hinter mir hat mich runtergekickt. Genau in die Hände von den anderen. Ja. So. Ich gehe jetzt mal eine Runde schwimmen. Weiß nicht, warum Boot ist gerade ganz da. Ist völlig egal, wo ich hier hinschieße, ich treffe immer das Richtige. Ja, ich denke mal's. Aha. Naja, es ist dort ein bisschen los, wo wir sind. Wir haben uns ein neues Freizeitparadies ausgesucht. Mhm. Und es ist ja so entspannend bei uns. 12 Raptoren, 12 Katzen. Ja, PC? Oh ja, schön. Ich sehe gerade eine Schildkröte, wie sie ein Nest kaputt macht. Ach. Okay. Und diesen Pachirino, also diese... Ein Pachirino? Der macht das auch. Der macht das auch, ja. Jetzt kommt die nächste Schildkröte und aufs Netz. Ein Raptor tot. Papyrinus könnten wir übrigens auch schauen, dass wir Eier. Gibt's da Eier? Ja, ja. Nein, diese. Nicht die Pachirino, die Pachi. Die Pachis. Mhm. Die Pachis. Achso. Pachirino soll es Eier geben zum Ausbrüten? Okay. Nein. Ich stehe jetzt nicht. Müsste ich nachschauen, aber ich glaube schon. Okay. Die war nicht passiv, oder war die passiv? Nee, nicht passiv. Nee. Ich weiß das gar nicht. Aber ja, guck mich mal schön an. Die war, ich bin gleich wieder da. Ja, ja, ich baller noch. Im Wasser sind nicht eh keine Piranhas mehr. Ich glaube, die hat der Rex vorher aufgefressen. Die stehen perfekt hier. Ihr dürft euch gegenseitig fressen, habe ich schon erwähnt? Die wollen das wahrscheinlich nicht. Doch. 68 Pfeile noch. Wir haben vorher noch gesagt, schön, das hat eh keiner mitgekriegt, weil es war ja außerhalb der Aufnahme. Ja, ne? Doof, oh jetzt weiß es doch die ganze Welt. Ja, aber nur, wenn wir halbe Stunde warten mussten, sonst wäre das Ganze eh in der Folge gebannt gewesen. So, der zweite... Wasseranschluss in unserer Basis aber ist Max, fertig. Aber du musst nicht unbedingt auf uns warten für die Party. Wir kommen gerne spät zu Partys. Ein paar Gäste hätte ich schon gerne. Oh. Ja, gut. Dann feiere ich mit der Genie, dem PC und dem Lin alleine. Oh, ja, ich bin auch nicht da. Genie, magst du mit mir feiern? Wird immer elitärer, ja gerne. Du kannst ja, das sollten wir hier vorne hinbauen, wo wir dir sowieso die Kinder aufzockt haben. Lieber? Ja, komm, Genie, dann zeig mir das doch mal alles. Ich hab da was mich böse anschaut und ich kann nichts tun. Dann schau wenigstens böse zurück. Mach einen guten Eindruck. Achtung, die Katze rennt weg.
Ja, die hier rennen einige weg. Ist, ja, weg ist meistens besser als hin. Das hier Problem Genie? Ist, ich trau mich von meinem Stein nicht runter. Komm, du zeigst mir jetzt mal hier, wo du das Ding hinhaben willst. Ich muss erstmal eine nach der anderen irgendwie. Jawohl, auf den Dann gebe ich es dir und dann setzt du es am besten selbst. Okay. Dann hast du die große Ehre, den Incubator-Shack da platzieren. Ist das was? Cool. Ein bisschen mehr Begeisterung geht da schon noch. Uhu! Na also, danke. Gerne. Ja, och, Mike, die Deva, was die hast du mal lieber im Hintergrund. Lass du mich jetzt mit denen da alleine oder was? Moment. Deva, ich komm das, da mal, kann durchs Sauren einen Pott stecken, wenn du gerade gestorben? Ich bin, die möchtest. Haben mich runtergeschubst. Irgendwas hat mich da runtergekickt. Genie, hattest du was gesagt? Wenn du möchtest, kannst du das auch hier in den Pott stecken. Pass mal auf, ich lock die jetzt gleich mal weg. Nee, geht nicht rein. Oder ich drop's dir, ja? Und, ja, warte mal. Ich habe ja eh nichts an mehr jetzt gerade. Warte ein bisschen. Ich komme da erstmal hin. Mhm. Na? Vielleicht kriegen jetzt. Wir die ja den Berg runtergezogen. So, warte mal, schön langsam. Ich muss ja hier das sind die leider richtige ein bisschen Perspektive viele. Einnehmen. So, sind wir mal gespannt, wie groß das Ding überhaupt ist. Ach, ey. Jo. So, Jenny, Sie dürfen von mir aus. Ich bin bereit. Ja, die Herrschaft. 3, 2, 1, deins. Ein Raptor tot. 3, 2, 1, erstmal gucken, ob das hier hinpasst. Warte mal. Das ist nämlich ganz schön ordentlich. Ich glaube, da müssen wir erstmal ein bisschen was abbauen hier rundherum. Erstmal das Campfire irgendwie einsammeln. Ja, warte mal, wieso? Weil das riesig ist, das Teil. Mach das mal, nimm das mal bitte weg, das Campfire. Kann man den wieder aufnehmen? Den Check? Ja. Gute Frage. Ja. Weil denn davon hängt ja ab, wo wir ihn platzieren. Ich weiß nicht, ob ich den unbedingt unten platzieren möchte, wenn da Babys oder die Eier. Ist das, macht das nicht mehr Sinn, den dann oben in der Nähe der Town Hall zu platzieren? Lieber, ich glaube. Nee. Da ist noch eine Katze. Ist es nicht egal? Also ich meine, was spricht dafür und was spricht dagegen? Was? Dass da unten schon mal ein Rex eingefallen ist. Nicht nur einer. Mhm. Ob wir die eben nicht oben bauen wollen, wo es etwas safer ist. Ja. Ich hoffe, man also kann auch nicht, wieder aufnehmen. Auch nicht hundertprozentig, also aber ich würde da nicht von ausgehen, Genie. Okay, ich habe mir jetzt mal wieder abgedingst, Katze kaputt, aber ein Raptor. Ja, wollen wir dann doch hochgehen und da was Schönes suchen lieber? Ja. Weil wenn der wenn sich der drum kümmert, dann ist sie wurscht, ob man was sieht. Mhm. So, ich glaube, Diva, es ist safe. Dann meinst, gehen wir hoch, oder? Lin, was hast du? Ja, können wir auch gerne oben machen. Da kann Ding. Lassen wir die Feier kurzzeitig ab. Ist ja noch nichts passiert. Hoffentlich werden die Schnitzel nicht schlecht, der ganze Sushi Menge, und so. Ne? Jede Menge Fell übrigens, ne? Ja, ich weiß. Und Federn. Folgen Sie einfach der Leitung. Und verlieren Sie am besten keinen Kommentar über die Bauweise. So, Diva, weg da. Ich mag hier nicht bleiben. Was? Aber jetzt ist doch gerade frei. Nein, wir frei. Gehen jetzt feiern. Komm mit, wir jetzt gehen ist feiern. Die Frage. Aber ich möchte Abenteuer erleben. Gehen wir feiern. Von welcher Seite kommen wir denn am häufigsten? Oder von gleich welcher Seite? Zwei, oder auf welcher Seite der Town Hall sind wir denn am aktivsten? Drei. Das wissen wir noch nicht. Hier eher in der Richtung, wo ich mich jetzt befinde. Ja gut, wir kommen ja von da wegen der Treppe, ne? Pass auf, wir kommen jetzt und dann zeige ich dir, wo wir aktiv sind. Oha, das klingt jetzt auch. Jetzt würde ich laufen, also, Matze. Macht wahrscheinlich Sinn, das da hinzubauen, wo die Treppe hochgeht. Ja. Weißt du, an ja, ja, da sind wir ja gerade hoch. Ach du genau. Schläfer. Da liegt halt jetzt die Wasserleitung auch, ne? Ja, das macht ja nichts. Ja, sonst dahinter oder so, aber... Wir haben wieder ein bisschen Zuwachs bekommen. Oh, was hast du gefunden? 2 Iguanodon. Ui! Pizzi, du. Heimlich still und leise. Hoffentlich beides Männchen. Nein, Weibchen. Boah, cool. Welches Level? Einer jetzt Level 11. Und der andere 105.
Ui. Das ist gut. Was? Die andere. Nee, da will ich nicht dran. Warte mal. Okay, okay, wohin? Wollen wir diesen Stein hier wegmachen, weil der im Weg liegt? Vielleicht spawnt er auch da wieder. Der wird da nicht spawnen. Danu, wo bist du? Stellst. Hinter dir. Wollte nicht mehr, ne? Ich kann sammeln. Ach, da. Aber diese Fläche hier ist eigentlich ganz gut für die Felder. Also, ich hätte das Incubation Shack hier oben hingestellt, zum Beispiel. Hier ist auch eine relativ ebene Fläche. Relativ, ja. Naja, okay, naja, da ja. Ist nicht so. Ja, oder liegen, hier hin. Liegt doch da Foundations aus, oder sind die so teuer? Die Foundations sind absolute Mangelware, das ist das Problem. Ich habe gerade noch 10 Stück und ich wollte eigentlich die Felder aussetzen. Ach so. Woran scheitert's denn? Was fehlt dir denn für Foundations? Es fehlt immer Leim. Ach so. Was übliche. Jetzt brauchen die auch Leim. Das brauchten die doch vorher nicht, oder? Ja, aber das brauchen sie seit mehreren Folgen. Das ist. Danu, jetzt haben wir jeder ein eigenes Boot. Ja. Das heißt, wir hätten gar nicht aufeinander warten müssen. Na egal. Nö. Ja, also, wo wollen wir denn dann? Das ist die Frage, kriegen wir das ohne die Foundations hin oder brauchen wir die jetzt? Nein, wir brauchen die nicht. Du kannst aber auch die Stone Perverns nehmen hier, diese anderen. Diese die kleinen dir? Platten. Die von dir. Es geht ja nur darum, dass es halbwegs gerade steht, oder? Jetzt die Frage, Genie, hast du irgendwas gefunden, wo es eben ist, oder soll ich so ein paar Dinger holen? Die Frage ist, ob es da, wo es eben ist, halt auch sinnvoll ist. Naja, also wir gehen ja ohnehin nach oben. Das Ding ist halt, du musst halt gucken, ob du deine Hütte, deine Farmerhütte und die Felder mit den Viechern zusammen irgendwo haben möchtest. Ja. Gut, also wenn der Lin da unten die Felder anlegt, dann sollte doch die Hütte dann in die Nähe, oder? Ja. Wäre gut, ne? Dann könnte man da zumindest auch die die Viecher, die Aufwachsstation sozusagen mit hinmachen. Also wie gesagt, da ist es wirklich sicher. Oh, ein Tabichara. Haben will. Falsches Spiel. Falsche Mod? Falsche Server? Ja. Linda, sag mal, wie viel Platz du da brauchst, damit die Genie noch daneben irgendwie kann, oder? Also von mir aus könnt ihr die ganze untere Etage, da wo es so eben ist, da könnt ihr gerne die Felder und sowas alles hinsetzen, ist doch okay. Da wo, unterhalb der Town Hall. Ja, damit habe ich ja jetzt angefangen. Ja. Ein lila in der Tabichara. Ja. Dann teilen Sie sich bitte mit, ich werde mich dann entsprechend drumrum bauen. Ja, dann sollte der Lin mal mit dir reden, der kann das jetzt besser sagen, was er braucht. Hi, warte mal, Sekunde. So. Hier ist Schluss mit Beten und dann kannst du hier in dem Bereich kannst du das Ding setzen. Jetzt kannst du mal gucken, ob es überhaupt grün angezeigt wird oder ob das zu schepp ist. Was hier in dem Bereich? Hier, wo ich jetzt stehe. Hüpfi. Ja, und mit Öffnung dann quasi hierher. Wo ist hierher? Hüpf mal. Hier. Zu den Feldern. Ach, ist der hübsch. Der lila, ne? Der Tabichara hier hinten bei den Kristallen. Oh, ist der toll. Geht nicht. Wahrscheinlich ist der jetzt auch noch ja, das wird dann schief, ne? Also das wird mega schief. Teil. Also es sei denn, ich baue das hier auf die letzte Foundation, wo gerade der Lin draufsteht. Dann baust du da drauf. So. Gut. Alle da? Alle bereit? Einen Moment. Ich
So, bitte, ja. Oder darf ich jetzt hier feierlich... Du darfst. Oh fuck, jetzt muss es ja noch drehen. Mach's nochmal. Und jetzt. Kuss. Okay. Ja, wunderbar. Ja. Und kann man es wieder aufnehmen? Guck mal. Schaut interessant aus. Nein, man kann es nur demolischen. Okay. Na gut. Ja, dafür hast du dann jetzt unten ein Loch. Ja, ist halt so. Uff. Sind die Eier schon mitgeliefert oder was? Sind schon Inventar, ne? Ja, ist doch das gut sind so. Nur Attrappen. Ich fürchte auch, ja. Das sieht nur, das ist nur für Deko. Na gut, hier, schön. Jetzt haben wir unseren Incubator-Shack. Ey. Hallo? Hallo. Was denn? Hau mich aus. Spring mal. Geht nicht. Sollen wir dich K.O. schlagen? Moment. Ups, PC ist schon wieder off. Müssen wir uns um irgendwas kümmern, PC? 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 Oh. Ich würde sagen, das war dieses Mal sein Internet. Kannst du jetzt laufen? Nein. Boah. Hey. Oh. Warte mal. Was eine Drecksarbeit hier. So, aber jetzt kannst du dich wenigstens nachher wieder bewegen. Dini, dir wird nur geholfen, auch wenn du es nicht glaubst. Wir wollen dir doch nur gut. Genau. Es will keiner was Böses. Das mit der Keule war nur zum Kopf beseitigen. So. Was für Methoden hier? Aber echt. Ja, Matze, pass auf, die sind, die verwenden wir gerne. Dini, brauchst du da Wasser an der Bude? Weiß ich nicht. Glaube ich nicht, ne? Glaube auch nicht, aber Lin steht gerade in der Bude. Ja, für die Felder doch. Für die Felder, ja. Soll ich da mal eine Strippe rüberziehen? Mhm. Ja, wäre zumindest sinnvoll, aber ich weiß nicht, ob es für die Felder reicht, wenn man... Sind ja nur 4 Teile, die ich dafür brauche. Hm. 15 Liter. Mal wieder nach unseren Babys gucken hier. Ich hätte gerne einen fixen Wasseranschluss an das Tanning Barrel. Aber ich glaube, das geht nicht. Na, schwierig. Ich hau da irgendwie permanent nur Wasserflaschen rein, raus, rein, raus. Das ist Mist, wie die sitzen. Mal aufnehmen. So, einmal Wasser für die Felder. So, ich polster Salz und Leder, gut. Leder, gehen wir da rein. Nicht schön, aber selten hier. Was denn gerade? Nee. So. Ich schau mal, ob Pete irgendwas geschrieben hat. Da kommt er nicht mehr wieder, glaube ich. Er hatte ja letztes Mal schon so Probleme. Aber der ist schon wieder da. Hi, Pete. Grüß Sie. Ich wollte dir gerade schreiben, ob du Hilfe brauchst. Nein, nein, geht schon. Nachdem wir jetzt gerade diese nette Einweihungsparty da oben hatten, wenn ihr vorbeikommt beim Tälerhäuschen, kann jeder von euch sich eine Ledermütze nehmen. Hui! Hui! Bitte, sieht die denn wenigstens besser aus? Ich hab's noch nicht probiert. Ich schau mir's dann an, wenn es ihr auch habt. Ja, ich bin da. Ich will eine haben. Da in die Kiste, wo Kleidung draufsteht.
da steht eine Kiste. Schnell im Ausverkauf, alle schlagen sich um die Kiste. So, und dann beobachten wir mal im Matze, ob sich was ändert. Leatherhead, ja? Ja, er hat 35 Armor und nicht mehr 25. Wie auf dem Grabbeltisch. Ja, ne? Wo habe ich denn jetzt das? Hast du schon der Mütze? Das hast du schön gemacht, Danu. Okay. Die andere, die 20er, schmeißt halt bitte weg. Nicht, dass du es wieder unabsichtlich verwechselst mit der. Die ist jetzt aus Leder. Oh, wegschmeißen? Na gut. Die 50er, ja. Wo sind die Armor 35? Ja, die sind bei mir. Die Armor 35, steht die mir neue. Das? Ja, ja, schon. Es kleidet aus. Dich ungemein. Alter. Könnte vielleicht jemand mit einem Floß rüberkommen? Ja, ich bin mit einem Floß hier. Wo denn? Dort, wo das Kristall gibt. Ja, ich bin hier. So, okay. Kannst du mir einen abnehmen? Moment. Ich komm. Ja. Der schwarze ist besonders schön, oder die schwarze? So, wo sollte denn jetzt das Äffchen rumrennen? Oder kriegst du beide rauf? Wenn du übers Wasser schaust, gerade drüber. Moment, ich guck mal. Dann komm mal jetzt hierher. Ach, ich bin doch doof. Ah, ist oben. So, das war der eine. So. Hat jemand eine Ahnung, wie ich Wasserinstallationen in der Luft wieder wegbekomme, wenn ich nicht drankomme? Ja, warte, ich muss erstmal. Oh. Versuch ihn mal rauf. Stell mal schon. die Follow Distance auf Low. Moment, ich habe ihn noch abgeschickt. Warte. Indem du dich auf einen Dino stellst, mehr kann ich da auch nicht sagen. Das Problem ist, wenn ich das tue, steige ich ja irgendwie wieder ab. Ja, wir haben keinen Dino, auf dem du wirklich stehen bleibst momentan. Ja. Also nein, kann man da nicht sagen. Du könntest dann eine Leiter hochbauen. Wir haben auch keine Fliegtiere. Ja, Mann. Nein. So, ich guck mal, ob ich die beiden mitkrieg. Fährt das Boot noch? Oh. Fahr ich irgendwie PC? Muss hier erstmal raus. Ja, dann machen wir das ein andermal hübsch, ne? Nee. Wo fährst du hin? Ich hab hier so eine Sandhügel, da muss ich erstmal weg. Ach so, okay. Aber ich glaube, zwei sind zu viel. Ich komme fast gar nicht von der Stelle. Bewege ich mich? Ja. Geht eigentlich eh zügig. Bei mir nicht. Okay. Ach, Matze steht am Dach. Das ist das Einzige, wo ich hier noch irgendwie an was rankomme. Das ist ja ein Ding. I. Falsches Spiel, ich weiß. Na toll, jetzt fahre ich hier über die Steine. Also ein Schwachsinn. Bist du jetzt drüber? Wasser da hinten? Kommt noch sogar. Perfekt. Dann fangen wir an. Ich kann nur drei Teile wegnehmen. Boah. Glaubt's mal, seid stolz auf die Rüstung, ja? Also, ich meine, allein dieses Lederteil braucht 26 Leder, ja? Das. Ich habe gerade geschaut, was das Oberteil braucht. Wie hießen die denn? Heightstones, oder? Entschuldigung. Was? Diese was? Höhensteine. Überbrücken von Höhe. Hab sie schon. Weil okay. Die kosten nur Stein. Damit baue ich mir eine Leiter. Okay. Wir müssen hier durch. Komm mit. Wer hat sich jetzt eigentlich noch nicht die Rüstung geholt? Der PC, logischerweise. Ich bin ja noch unterwegs gewesen. Iguanodon Nummer 3. Und Nummer 4 kommt auch gleich. Ich habe mir schon gedacht, ich konnte nicht zählen.
Aber der schwarze ist hübsch, echt. Gell, mit den roten, mit den orangen Tupfen. Mhm, der sieht gut aus, gefällt mir. Orangen. Seid ihr jetzt schon wieder weggefahren? Sie kommen gerade. Nein, ich habe was mitgebracht für dich. Ich habe was für dich. Ah ja, und ich habe zwei Parasau-Eier gefunden, Level 52. Mhm. Bitteschön. Oh, hast du ein Äffchen mitgebracht? Mhm. Oh, wie geil. Ich würde gerne eins haben. Dankeschön. So, liebe Leute. Ich muss mich den jetzt nochmal selber angucken hier. Ja, wieso? Ja. Wer hat da jetzt pfiffen? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Nein, abpfeifen! Oh. Oh, gibt's kurz vor Folgenende noch einen Skandal? Ach, ja. Wo muss man hinkommen, um ein paar lustige Bilder zu kriegen? Alle Tiere wollen raus. Vom Wasser wahrscheinlich. Nix ist nicht, ich stehe in der Tür. Großartig. Ja, ja, immer. Ja, ich würde mal sagen, kriegt der Matze die Wasserleitung nochmal schön hin, kriegen wir die Tiere alle wieder sortiert? Nein. Siehst du mehr in der nächsten Folge, oder? Seht ihr das anders? Nee. Ich bin ganz bei dir. Jemand ein Veto? Nee, warte, ich muss noch kurz die Sau sortieren. Die Sau? Dann sortier die Sau? Wunderbar, alles klar. Alles klar. Thema, vielen Dank fürs Äffchen. Die Gut, Sau. Ja, dann gerne. Würde ich doch einfach sagen, ja. Wenn es euch gefallen hat, schaltet beim nächsten Mal noch wieder ein. Und ansonsten sagen die Schluchtenritter, nein, die Chaossuppe, ne? Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.